Man kann sein ganzes Leben lang Videospiele spielen und noch so sehr versuchen, alles durchzuspielen. Es gibt bei jedem diese Handvoll Spiele, die man immer wieder tausendmal angefangen hat, aber dann doch nie ganz zu Ende gespielt hat. Bei mir wären das zum Beispiel Rayman 1, ActRaiser, Tiny Toons, Buster, Busts Loose und noch einige weitere. Heart of Darkness ist ein ganz besonderes Spiel auf dieser Liste, weil ich das damals nur mal ausgeliehen hatte und auch ziemlich schnell wieder zurückgeben musste. Ich wollte es auch immer unbedingt mal durchspielen, hab's dann aber irgendwie aus den Augen, aus dem Sinn verloren und hab's erst etliche Jahre später auf dem Flohmarkt erst wieder in die Hände gekriegt. Ja, wird ja auch Zeit, verfluchte Scheiße. Und ich finde, jetzt ist der passende Moment gekommen, das Ganze anzugehen. Begleitet mich auf meinem Weg durch Heart of Darkness. Das Spiel ist von Infogrames, Ocean und Amazing Studios. Infogrames und Ocean kenne ich, aber so amazing kann Amazing Studios ja nicht sein, weil ich noch nie was davon gehört habe. Okay, ohne großes Intro geht's direkt ins einfache Auswahlmenü ohne Musik und mit schwarzem Hintergrund. Etwas unterwältigend. Ich gehe erstmal auf Optionen. Hä? Warum habe ich denn hier jetzt nochmal exakt das gleiche Menü, bloß mit Hintergrundgeräuschen und richtiger Grafik? Dieses Menü ist geil und macht richtig Bock drauf, das Spiel zu zocken. Wozu gibt's dann das hier? Du weißt, ein Menü ist erst dann richtig geil, wenn du gar nicht lesen kannst, was du gerade angewählt hast. Und du, damit du es lesen kannst, auf das daneben gehen musst. Aber ich bremse mich jetzt mal selbst. Das Spiel ist ja noch nicht mal im Gange und ich bin schon in einer Tour am Meckern. Warum geht's denn jetzt schon los? Ich bin auf Speichern gegangen. Oh, fuck. Na gut. Ein Spiel von Bruno Bonnell. Das ist der Typ, der Infogrames gegründet hat, also quasi der bahnbrechende Macher von Frontschweine. Ist der jetzt nicht irgendwie Chef bei Danone oder so? Er muss ja super gelaufen sein mit dem Videospielen. Oh, ich hasse das, wenn die kompletten Credits am Anfang kommen. Die mag ich dann nicht wegdrücken, falls ich danach noch das richtige Intro verpasse. Sag ich doch, da kommt das Intro. Weltraum ohne jeglichen Kontext. Da geht ja schon mal kreativ los. Oh Gott, der Lehrer ist alle bösen Wissenschaftler seit der Erfindung von bösen Wissenschaftlern und Miss Finster in einer Person. Sie dürfen mich nicht einsperren, ich kenne meine Rechte, mein Onkel ist Anwalt. Und meiner ist Richter, rein mit dir. Was ist? Sperrt er den Jungen jetzt echt in den Schrank? Alter. Wenn mein Lehrer das mit mir gemacht hätte, wären meine Eltern da auf der Stelle hingefahren und hätten den seinen eigenen Schrank aufessen lassen und er hätte noch Danke gesagt. Aber selbstverständlich kann Andy entwischen und der Lehrer lässt ihn laufen. Heute gibt es eine Sonnenfinsternis. Wir werden morgen eine Arbeit darüber schreiben. Ich warne dich! Der Klügere gibt halt nach. Ist wie jeden Tag beim Frühstück. Oh, Andy hat außerdem einen Hund, der Whisky heißt. Na klar, weil alkoholkranke Schulkinder ihre Haustiere immer wie ihren Lieblingsalkohol nennen. Habe ich ja damals genauso gemacht. Ich meine, mein Hamster hieß Uso, mein Wellensittich Pilsner und dann hatte ich ja auch noch mein Aquarium mit den Fischen Grappa, Apfelkorn, Jägermeister, Asbach Uralt und der gute Pott. Die beiden verbringen den Nachmittag im Park und wie aus dem Nichts fängt eine Sonnenfinsternis an, die Whisky frisst. Oder trinkt. Oder was auch immer. Auf jeden Fall ist er jetzt weg und Andy rennt nach Hause, um seinen kleinen Freund zu retten.
Er betätigt einen Mechanismus, der uns zeigen soll, dass Andy wohl ordentlich was in der Birne hat und betritt sein Baumhaus durch eine fucking riesige, tonnenschwere Stahltür. Ja klar, wo hat er die denn her? Wie hat er die da hochgekriegt? Und was für eine Bretterkonstruktion um einen Baum hält das aus? Was? Wie kommt denn so ein kleiner Alkoholiker-Bengel, der noch zur Schule geht, jetzt auch noch dazu, sich ein eigenes Flugschiff zu bauen? 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6. Ja, genau. Eine riesige, fette Stahltür vor seinem Baumhaus und ein Flugschiff. Aber der Cyberhelm ist ein Nudelsieb? Da konnte der nichts Besseres finden? Oh Gott, ich merke schon, das wird ein harter Trip. Aber ich bin vorbereitet. Wenn du so ein Spiel durchspielen willst, musst du eine Einheit mit deinem Hauptcharakter bilden. Du musst eine Symbiose mit dem Protagonisten eingehen. Du musst dich verhalten wie er. Du musst denken wie er. Und wenn's hart auf hart kommt, musst du auch so aussehen wie er. Und die gleichen Probleme haben wie er. Auf geht's! Wir knallen mit unserem Luftschiff gegen einen Felsen und landen Bruch. Jetzt geht das eigentliche Spiel endlich los. Wir stehen jetzt hier auf dem Schiff und ich muss echt sagen, die Grafik gefällt mir auf Anhieb echt gut. Hat was. Aber wie kommen wir jetzt hier runter? Ach so, wow! Da fliegt uns einfach mal das Schiff fast um die Ohren. Auf den Schreck brauchen Andy und ich erstmal einen. Fuck! Gut, also ich kann mich nach links und rechts bewegen und auf X kann ich springen. Ah, okay, auf Kreis können wir schießen, alles klar. Moment! Jetzt hat mich der Schatten umgebracht! Der Schatten? Oh, Andy, das wird heute ein sehr harter Ritt für die Leber. Was ist das überhaupt für ein Pausenbildschirm? Wo drückt man denn X, um das Spiel zu beenden? Habt ihr noch nie ein Videospiel gespielt oder was? Okay, also nochmal den Gegner killen. Jetzt das Teil, was den Schatten wirft. So, weiter geht's. Ich habe irgendwie das Gefühl, uns erwartet hier sowas Ähnliches wie Dragon's Lair, wo du in jedem Screen irgendwie sterben kannst und für jede Todesart gibt's eine eigene Animation. Ich ahne Übles. Jetzt muss ich über die Teile hier drüber springen, oder was? Och Mann, ey! Na, ist ja auch nett. Jetzt kriege ich's auch noch in die Wunde gerieben, dass ich's verkackt hab. Danke! Fuck, 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 fuck! Jetzt kommt auch noch so ein fettes Vieh und frisst meine Waffe. Fantastisch! An dem müssen wir aber einfach nur vorbeirennen und immer weiterlaufen. Dann eine Klettersequenz später, die uns ein paar Möglichkeiten mit der Spielwelt zu interagieren zeigt, bekommen wir wieder eine von diesen wundervollen Cutscenes mit 5 atemberaubenden Frames pro Sekunde. Hier wird uns gezeigt, dass hinter der Sonnenfinsternis ein Bösewicht steckt, dessen Schloss ganz unauffällig mitten in einem riesigen schwarzen Krater steht. Konnte ja keiner ahnen, dass da das Böse drin wohnt. Ziel der Sonnenfinsternis war allerdings, Andy zu fangen und nicht Whisky. Apropos, Prost, Andy! Als nächstes kommt ein Dschungelabschnitt, wo zum Glück die Sonne scheint. Dann können uns diese ätzenden schwarzen Gestalten da nämlich nichts anhaben. Hier gibt's nur eine verdunkelte Stelle, aber da ist zum Glück stellenweise das Wasser tief genug, dass wir komplett untertauchen können. Dann können die nämlich auch nicht an uns ran. Danach kommen wir dann aber wieder an eine große Felshöhle. Hoffentlich kriegen wir hier... Oh. Was ich sagen wollte ist... Was wollte ich denn eigentlich sagen? Ah ja, hoffentlich kriegen wir in der Höhle was, um uns zu verteidigen. Weil immer nur... untertauchen und wegrennen, würde mir auf den Sack gehen. In der Höhle können wir uns leider nicht verteidigen, aber wir können diese Glühwürmchen hier rauslocken. Wenn die Fresspflanzen sich dann eins davon schnappen, sind sie zumindest eine Weile abgelenkt und lassen uns in Ruhe.
Ach ja, und in der Höhle ist es dunkel wie im Hühnerarsch. Also können wir dank der Würmchen auch überhaupt was sehen. Außer Andy und ich müssen noch mehr saufen. Ich merke schon, wie ich blind werde von dem Zeug. Hallo. Ich bin Andy. Andy! Wie heißt du? Kumpel. Kumpel und weiter? Kumpel, Kumpel! Scheiße. Scheiße. Du mal voll vom Böcken von dem Zeug.